Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um alle geleakten Items von dem letzten großen Update in dieser Season. Es sind nicht sonderlich große Leaks wie immer. Natürlich sind die meisten Skins und Items noch in den Dateien verschlüsselt. Vielleicht gibt es darunter noch weitere TikTok-Emotes oder weitere Skins, denn wir wissen ja auch sicherlich oder zu 100%, dass in den Dateien noch ein ganzes verschlüsseltes Set ist. Unter anderem das Set von Ant-Man, denn es ist der letzte in Anführungsstrichen Jäger, den Agent uns auf die Insel holen wird oder auf die Insel geholt hat bereits. Und das Portal wurde ja für ihn schon geöffnet. In der Nähe von Hunter's Haven. Ich sehe schon währenddessen ein Bild dazu. Aber ja, Ant-Man kommt nach Fortnite und sollte an diesem Wochenende, also morgen, veröffentlicht werden. Oder vielleicht wird das noch auf die nächste Woche verschoben. Also zu der letzten Woche von dieser Season. Nichtsdestotrotz haben wir vier Skins, die geleakt wurden. Manche davon wurden bereits veröffentlicht. Aber manche Items bereits, zum Beispiel zwei Emotes wurden veröffentlicht. Aber es gibt noch alle weitere Emotes und Sachen, allgemein Gegenstände, die ich euch heute mal zeigen werde, um euch zu zeigen, oder damit ihr eure V-Bucks sparen könnt für die kommenden Skins, die mit dem letzten Update geleakt wurden. Apropos Item Shop, ich blende euch in der Übersicht nochmal den heutigen Item Shop ein, denn das Kratos Bundle, genauso wie das Master Chief Bundle, ist jetzt wieder im Item Shop verfügbar und das für viele sehr, sehr, sehr geil, denn die Leviathan Axt von Kratos ist sehr, sehr, sehr beliebt, vor allem in der Fortnite Competitive Community oder in allgemeinen Fortnite Competitive. Unter anderem gab es einen Skin bereits sehr, sehr, sehr lange in den Spieldateien, aber der Name wurde von diesem Skin geändert, der heißt jetzt nicht mehr Trinity, sondern Trinity Trooper, und ich kann euch gerne mal den Skin einblenden, wie der aussieht. Hat zwei verschiedene Stile, einmal in Pink und einmal in Orange. Nicht viel, da ändern sich nur die Farben auf dem Oberteil und auf der Hose. Aber ja, der Skin kostet 800 V-Bucks und sollte bald im Itemshop erscheinen. Dann haben wir natürlich Laserbeam mit vier verschiedenen Stilen. Die Spitzhacke hat zwei verschiedene Stile, das Backbling, Klein Lebkuchen und das Emote, wo man ein bisschen was isst. Aber ja, das Set wurde ja schon veröffentlicht und ist gerade noch im Itemshop erhältlich. Aber dann haben wir einen weiteren Skin, und zwar namens Centurion oder so. Ich bin mir sicher, ich kann mich nochmal hier mit den Namen vertun. Aber dieser Skin oder allgemein das Set von ihm mit seinem Backbling, mit der Spitzhacke, soll das nächste Starterpaket von der nächsten Season sein. Also können wir hier schon den Leak haben. Deswegen geht davon aus, dass dieser Skin nächste Season das Starterpaket sein wird für 3,99 € natürlich. Hat zwei Stile, soweit ich weiß. Eine Spitzhacke, die auch okay aussieht. Das Backbling ist auch nice. Und natürlich bekommt man wie bei jedem Starterpaket 600 V-Bucks als Bonus dazu. Dann haben wir Cypress Nell, und dieser Charakter ist der männliche oder die männliche Variante von Reese, einem Battle Pass Charakter. Hat zwei Stile, einmal in Blau und einmal in Grau. Genauso wie Reese hatte zwei unterschiedliche Varianten, und dieser Skin sollte auch bald veröffentlicht werden, und diesen Skin könnt ihr am 9. März, aber auch am 11. März gewinnen. Am 9. März oder freischalten, besser gesagt kostenlos vor allem, und ist ein blauer Skin, sprich 1200 V-Bucks. Dann haben wir wahrscheinlich eines der geilsten Skins überhaupt, und zwar den weiblichen Midas. Damals in Season 2 gab es ja die Yacht oben, ganz oben rechts auf der Karte gab es die Yacht, und die Yacht hieß Marigold oder Marigold, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, aber klar ist, Freunde, dieser Name, also Marigold, ist der Name von Midas Tochter, denn Midas Tochter oder allgemein Marigold, also dieser geleakte Skin, der bald im Item Shop erscheinen wird als eigenes Bundle, was man sich kaufen kann, ist von Midas verflucht, also sie wurde von Midas angefasst und versucht, dieses goldene Händchen zu brechen, also diesen goldenen Fluch, dass man halt vergoldet wird, und das finde ich auf jeden Fall ein mega, mega nice Detail, und das schon damals geplant haben, ist auf jeden Fall nice, und jetzt wissen wir auch, warum die Yacht Marigold hieß, denn Midas hat die Yacht nach seiner Tochter benannt. Finde ich auf jeden Fall mega nice, aber wir haben hier den weiblichen Counterpart. Hat zwei Stile, und zwar einmal einen ganz normalen Midas-Stil, sehr, sehr, sehr ähnlich, aber dann haben wir einen reaktiven Stil, wo die halt sehr, sehr, sehr goldig wird im Laufe des Matches, desto mehr Eliminierung ihr erzielt. Aber zu den Backblings und so weiter kommen wir später nochmal im Video. Der Skin sollte mit einem eigenen Paket veröffentlicht werden, mit einem Challenge-Paket. Also wenn ihr euch das Bundle gekauft habt, könnt ihr für 1500 V-Bucks Herausforderung erledigen. Also ihr müsst grüne oder blaue Herausforderungen erledigen, um halt natürlich 1500 V-Bucks zu bekommen, was natürlich mega geil ist. Also nicht nur Items bekommt ihr, sondern auch einige V-Bucks. Jetzt kommen wir zu den Backlinks, Freunde, und zwar haben wir als erstes natürlich Klein Lebkuchen. Das ist das Backlink von dem Laserbeam Skin. Nichts Besonderes, wir sehen hier einfach nur Lebkuchen, aber natürlich haben die meisten von euch dieses Backlink schon bereits im Itemshop gesehen. Dann
Banner bekommen wir das Backbling von dem weiblichen Minaskin, und zwar von Marigold. Ganz normales Backbling, wir sehen eine Tasche mit Munition und allgemein Patronen. Auch sehr, sehr agenthaft aufgebaut oder sehr agentmäßig designt worden. Und der das Backbling hat ebenfalls zwei Stile, wo es reaktiv ist und im Laufe des Matches, desto mehr Eliminierung ihr erzielt, goldiger wird. Also es wird einfach nur zu Gold, genauso wie Midas Variante damals. Desto mehr im Level gesteigert, desto mehr ihr im Level gesteigert seid oder weitergekommen seid, und das ist auf jeden Fall ein reaktives Feature. Aber ja, dann kommen wir zu einem weiteren Backbling, Freunde, abgesehen von Midas, was auch mega mega nice aussieht und zu diesem Centurion Skin dazu gehört. Der sollte ja auch, wie gesagt, der nächste Starterpaket oder das nächste Starterpaket sein von der nächsten Season. Das heißt auf Englisch Gallant Gear, also nichts Besonderes, ganz normaler Name, auch mit zwei Stilen natürlich unterwegs. Heißt Assault auf Englisch, aber nicht unbedingt diesen großen Unterschied oder nur überhaupt einen Unterschied. Dann werden wir einen Quantenpulsar, Backlink bekommen, oder ein, ja doch, schalte mal die Fresse, Digga. Dann werden wir ein Backlink bekommen von dem Cyprus Melskin mit zwei verschiedenen Varianten, wieder mal in Blau und Grau. Wie gesagt, ist einfach nur die männliche Variante von Breeze, einem Battle Pass Charakter. Als letztes haben wir noch ein Backlink für die FNCS, ein Hologramm FNCS Backlink. Genauso wollte ich das sagen. Also ein Hologramm FNCS Backbling. Keine Ahnung, wie man das freischalten soll. Anscheinend wird es zu den Drops dazugehören oder extra im Item verfügbar sein. Wir haben keine Informationen, wie man das Backbling freischaltet. Für mich kommt mir das so vor, als ob wir das mit Drops freischalten können. Also dass wir auf Twitch diese FNCS anschauen müssen, um das Backbling zu bekommen. Aber natürlich müssen wir erstmal abwarten. Geht erstmal davon aus, dass es im Item Shop erscheinen wird. Dann kommen wir zu den Spitzhacken. Natürlich, Laser Meme hat seine eigene Spitzhacke bekommen mit zwei unterschiedlichen Varianten. Dann wird der weibliche Midaskin eine zwei doppelhändige Spitzhacken haben, oder eine doppelhändige Spitzhacke haben, sehr sehr goldig, sind einfach nur zwei Schwerter oder sehr sehr, sehr ninjahaft designt worden, aber natürlich passt das zu dem weiblichen Midas. Danach wird Cyprus Nell einen Asteroid Trencher haben, der sieht auch mega geil aus und erinnert einen sehr stark an eine Kettensäge, auch mega brutal und kostet insgesamt 800 V-Bucks. Dann haben wir noch die Spitzhacke von Centurion, und die heißt Centurion Edge. 800 V-Bucks, zwei unterschiedliche Varianten, wieder mal in der Assault-Variante. Und dann haben wir noch eine Spitzhacke, bei dem ich mir nicht sicher bin, zu wem diese Spitzhacke gehört, aber die heißt auf Englisch Synaptic Hedges. Also keine Ahnung, zu wem das gehören soll. Bis jetzt habe ich wirklich null Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass es zu einem Skin gehört, der bis jetzt noch nicht in den Dateien verfügbar ist. Aber ihr seht schon währenddessen einige Bilder zu diesen Spitzhacken. Und ja, das war's eigentlich. Also mehr gibt's nicht zu sagen. Und natürlich hat Haze, also ein bereits alter Skin, eine neue, zwei weitere Varianten bekommen. Also sehr, sehr goldig wieder aufgebaut. Aber zu den anderen Veröffentlichungsterminen von den Skins, Items und so weiter haben wir natürlich keine Informationen. Es sei denn, es kommen Insider-Leaks in das Spiel rein oder werden manchen Leakern gegeben. Und währenddessen habt ihr schon das neue Musikpaket gehört, und zwar Butterbude. Diese Musik hat man in der Butterbude gehört, also bei dem Orientierungspunkt unter dem Nullpunkt. Und das wird jetzt als Musikpaket in den Shop reinkommen. Mega, mega nice. Und ihr habt schon währenddessen, wie gesagt, dieses Musikpaket gehört, was wieder mal einen Ohrwurm gibt. So, Freunde, dann kommen wir mal zu den neuen Lackierungen. Einmal lautet die erste Lackierung Pharaoh Shuffle. Ganz okay, ich weiß nicht, ob die im Itemshop war. Viele dieser Items sind bereits im Itemshop gewesen. Aber dann haben wir auch noch Cobalt Overdrive. Auch eine sehr, sehr ähnliche Lackierung zu der Spitzhacke, die keinen Skin bis jetzt hat, also keinen Besitzer mehr oder weniger. Aber die kommt auch bald in den Shop rein. Und diese Doodle Buddies Lackierung ist bereits, also heute im Itemshop, könnt ihr euch für 500 V-Bucks kaufen und ist sogar animiert bei diesen kleinen Figuren, die einige Emotionen abgeben von sich selber, aber auch eines der besseren Lackierungen hier. Und dann haben wir noch die Lackierung starke Strahlung, genau, so will ich es sagen, aber die war ebenfalls auch im Itemshop. Und dann gibt es noch ein Emote, wo was passend zu dem weiblichen Midaskin ist und auch bald in den Shop kommen sollte. Die zwei geleakten Emotes sind bereits im Itemshop gewesen, einmal das mit Laserbeam und einmal das mit Shanti für das Team, ist ja noch im Itemshop verfügbar, genauso wie das Laserbeam-Emote. Aber dieses Emote mit dem Stuhl passend zu dem weiblichen Midaskin sollte jetzt auch bald im Itemshop
erscheinen für 500 V-Bucks. Als letztes oder als zu guter Letzt haben wir noch einen Hangglider Meteorithaft Designs und heißt doch glaube ich so ähnlich. Kostet insgesamt glaube ich 1200 V-Bucks, kommt bald in den Shop rein. Bin mal gespannt, zu welchem Skin das gehört. Ich gehe mal von Cypress Nell aus, aber bis jetzt sind natürlich nicht so krasse Informationen dazu aufgetaucht. Wir müssen erstmal noch abwarten. Das war's mit dem Video, Freunde. Mega, mega nice Skins und Items sind in diesem Update dabei gewesen und sollten auch bald im Item-Shop erscheinen. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da, wenn das Video euch geholfen oder informiert hat, zu den kommenden Items, die geleakt wurden mit dem letzten großen Update. Und benutzt gerne meinen Creator-Code LightSky10 im Vorder-Item-Shop. Haut rein und ciao.